Hallo, hier ist Ilke vom Kanal mit Ilke. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute erzähle ich dir, warum ich zurzeit keine MS-Therapie mache. Ich habe meine Medikamente mit der ersten Schwangerschaft 2013 abgesetzt und Anfang 2018, nach der zweiten Schwangerschaft und Stillzeit, war es dann Zeit, neu zu überlegen, wie es denn nun therapeutisch mit meiner MS weitergeht. Vor dem Termin habe ich mir Gedanken gemacht und mich gegen eine Therapie entschieden, was aber auch meiner Meinung nach wichtig ist, auf jeden Fall mit dem Arzt zu besprechen. Und mit dem Arzt zusammen entscheiden, ob das eine gute Entscheidung ist. Viele Aspekte habe ich damit eingezogen. In erster Linie, ja, wie geht es mir denn vor und während der Schwangerschaft und nach der Stillzeit hatte ich keine großartigen Probleme oder merkbare Schübe. Die MRTs haben das bestätigt. Meine Krankheit merke ich vorrangig beim Sport oder bei heißem Wetter oder in der Sauna und sonst schränkt sie mich nicht nennenswert ein. Nebenwirkungen unter den Interferonen hatte ich neben blauen Flecken hauptsächlich grippeähnliche Symptome, die ich mit Ibuprofen oder Paracetamol behandelt habe, aber halt trotzdem merkbar waren. Und ich kann mir zurzeit nicht vorstellen, wenn ich nächtlichen Kinderbesuch bekomme und grippeähnliche Symptome habe, das ist für mich nicht vereinbar. Im Großen und Ganzen geht es mir gut. Und als letztes, mir geht es mit der Entscheidung sehr gut, keine Medikamente zu nehmen. Genau, an dieser Stelle ist für mich wichtig zu sagen, dass ich keinem empfehle, seine Medikamente abzusetzen, sondern sich vorher intensive Gedanken über das Warum zu machen und mit dem Arzt zusammen diese Entscheidung zu treffen. So, das ist meine Entscheidung momentan. Was kannst du jetzt daraus mitnehmen?